Mein Name ist Philipp Redding. Ich bin in der Österreichischen Nationalbank in der Bankenaufsicht tätig. Und zwar leite ich die Bereiche für die Systemaufsicht und einen Teil des Bereichs für die Einzelbankenaufsicht. Zweimal im Jahr bringen wir den Finanzmarktstabilitätsbericht heraus. In dieser aktuellen Ausgabe beschäftigen wir uns mit drei Dingen. Einerseits mit der Frage, wie wirkt die aktuelle Niedrigzinspolitik auf die Wirtschaft? Welche Vorteile bringt sie für die Wirtschaft? Zweitens, welchen Risiken sind Haushalte und Unternehmen, Risiken wirtschaftlicher und finanzieller Art, aktuell in Österreich ausgesetzt? Und drittens, welche Fortschritte gibt es im Bankensystem mit der Verbesserung der Risikotragfähigkeit der Banken seit Ausbruch der Krise? Und zu diesem Thema haben wir drei Aspekte, die uns besonders interessieren. Einerseits die Gewinnlage. Banken sollen ja zwar ihren Kunden preisgünstig und gute Produkte zur Verfügung stellen, sie sollen aber auch dabei Gewinne machen können, damit sie langfristig wirtschaften können und für ihre Kunden auch langfristig da sein können. Dabei gibt es in den letzten Jahren zunehmend Probleme, weil einerseits aus strukturellen Gründen, die da sind, die Wettbewerbslage in Österreich, die hohe Bankendichte und die hohe Kostenbasis, und andererseits aus kürzerfristigen konjunkturellen Gründen, die niedrige Zinssituation, bewirken, dass die Gewinnmargen der Banken unter Druck kommen. Die gute Nachricht dabei ist, dass aktuell in dieser Konjunkturlage die Kunden an sich ganz gesund sind, die Kreditqualität daher gut und die Banken wenig Vorsorge bilden müssen, gewinnmindernde Vorsorge für ausgefallene Kredite. Das zweite Thema, Kapital. Banken müssen Kapital vorhalten, um stark zu sein für ihre Kunden, damit die Kunden ihnen vertrauen mit ihren Einlagen, aber auch damit sie in der Lage sind, den Kunden die Kredite brauchen, diese auch zu erteilen. Hier gibt es gute Fortschritte zu vermelden. Die österreichischen Banken haben ihre Kapitalbasis erfolgreich aufgebaut und erhöht. Sie haben auch im Vergleich zu anderen europäischen Banken aufgeholt in diesem Punkt. Sie müssen aber noch, vor allem die Großbanken, einige Auflagen erfüllen, die in den nächsten Jahren auf sie zukommen werden. Das heißt, das Thema ist für sie nicht vorüber, aber sie sind auf gutem Weg. Und der dritte Gesichtspunkt ist die Frage des Risikos. Mit welchem Risiko vergeben Banken Kredite? Speziell im Bereich der Hypothekarkredite ist es uns wichtig, dass nachhaltig gewirtschaftet wird, dass nicht spekulativ vorgegangen wird, dass hier keine Blasenbildungen entstehen. In der Erfahrung vor allem anderer Länder wissen wir, dass manchmal Krisen aus dem Bereich der Hypothekarkredite entstehen. In Österreich ist jetzt eine Gesetzesinitiative in Ausarbeitung und Umsetzung, die neue Regeln schaffen wird für die Vergabe solcher Kredite und auch der Aufsicht neue Instrumente an die Hand geben wird, um notfalls eingreifen zu können, um die Stabilität zu gewährleisten. Diese Punkte sind die wesentlichen in dieser Ausgabe des Finanzmarktstabilitätsberichts. Nachdem die Leserschaft sehr stark auch im Ausland ist, Universitäten, andere Zentralbanken, Forschungsinstitute, erscheint der Finanzmarktstabilitätsbericht auf Englisch als Financial Stability Report. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre. Have fun reading the Financial Stability Report. Danke.